Hallo zusammen, willkommen zurück zu King's Bounty. Na, dann wollen wir doch heute nochmal weitermachen. Also vorgestern ist da quasi der Stream ausgefallen. Ja, was tatsächlich einfach an gewissen Internetproblemen, will ich es jetzt mal nennen, gelegen hat. Also habe ich sogar tagsüber schon auf Arbeit gehabt. Und ja, als ich dann nach Hause gekommen bin, ist mir dann irgendwann aufgefallen, im Moment, du hast ja denselben Anbieter. Also war ich da dann natürlich auch offline gewesen und irgendwann später also nach der üblichen Streamzeit, irgendwann Abend ging es dann wieder, aber da war natürlich dann schon der Anfang und so, alles wäre da vorbei gewesen, von daher wollte ich das jetzt nicht unbedingt. Ach, das war Gürtel hier, okay. Noch überlegen, ob die hier vielleicht in der Offhand sozusagen auch ein Schild hätte tragen können. Da hätte man natürlich hier nochmal so ein schönes hier nehmen können. Na gut. Okay, gut, dann werden wir hier doch auf jeden Fall mal wieder weitermachen. Auf zu diesen östlichen Inseln hier und uns da natürlich mal umsehen. Ich hoffe, dass wir nicht gleich sofort angegriffen werden. Stark, wobei das würde ja sogar gehen. Man hat ganz schön Angriff und Verteidigung, aber wenig Intellekt und Mana. Wir waren hier ja schon ganz schön herumgereist. Auch gesehen, hier gibt es wieder verfluchte Geister, wobei davon haben wir momentan genügend. Ich denke, grundlegend würden wir uns hier natürlich schon mal ein bisschen umsehen. Natürlich auch mal mit den Leuten hier noch mal ein bisschen reden und so weiter. Also die Main Quest ist immer noch dieser Glückspilz Jane und wir sollen mit Rotbart sprechen. Oh, wie auch immer der dann wieder hier heißt. Das war ja manchmal mit diesen Namen etwas schwierig. Also das ist, denke ich, noch okay. Okay, Greifenkrone ist, denke ich, das. Oh gut, das seltene Tinere ist halt noch offen. Ist halt, denke ich, das einzige Totenheim auf den östlichen Inseln. Mal schauen, wie schwer das so bei 1200 Erfahrung klingt. Ja, auch nicht noch ganz ohne. Na, mal schauen. Was sonst haben wir eigentlich tatsächlich erstmal fast alles so ein bisschen abgeschlossen. Was jetzt nicht noch so eine ganz alte Sache von den früheren Gebieten ist, die aber halt einfach sehr, sehr schwer waren. Verflixt. Schaut, wen uns da ein guter Wind herbeigeweht hat. Hey Mann, euch habe ich hier noch nie gesehen. Und ich kenne auf diesen verfluchten Inseln jede fast offene Visage. Das ist vielleicht dann eher so, ja. Tausend Dank, welche Schönheit. Mag mich die neunte Welle davonspülen. Eure Schönheit bläst den Wind der Liebe in meine Segel. Haha, seht euch an, was ihr hier schon für schlimme Wörter gelernt habt. Aber man merkt gleich, dass ihr nicht gewöhnt seid, so zu reden. Habt ihr nicht Angst, euch die Zunge zu verrenken, Fremdling? Oh ja, ich vergaß mich vorzustellen. Mein Name ist Scorn. Ich bin der königliche Schatzsucher. Ach was, seid ihr wirklich der echte Schatzsucher? Bringt mich nicht zum Lachen, junger Mann. Jeder sucht hier nach Schätzen. Und jeder zweite sucht mit Sicherheit nach königlichen Schätzen. Was unterscheidet euch von denen? Dass der Skorbut eure Zähne nicht angegriffen hat und dass ihr noch alle Gliedmaßen habt? Das kommt schon noch mit der Zeit. Soll mich der Ruhm treffen? Ihr wollt wahrscheinlich sagen, soll mich der Donnerschlag treffen? So ein kluges Jüngchen. Ihr müsst sicher einen Helm tragen, damit euch nicht das Gehirn aus den Ohren quillt. Donner ist ein Bang am Himmel und ein Blitz. Rum ist Feuer in der Kehle, ein fröhliches Lied, eine laute Prügelei und leere Taschen und ein Brummschädel am nächsten Morgen. Was ist also eurer Meinung nach schlimmer? Oh ja, ich vergaß meine guten Manieren. Aber wo soll ich sie denn bitte schön herhaben? Mein Name ist Mirabella. Kapitän Mirabella. Für die Mannschaft und für die Mannschaft und? Einfach nur Mirabella für Freunde. Für Feinde? Verflucht seien sie. Der rote Teufel.
Und für Liebhaber, auch für eine Landratte wisst ihr schon zu viel. Okay, das war mir jetzt nicht ganz sicher. Man kann die wahrscheinlich theoretisch. Ach ja, wir haben von ihr schon mal gehört. Ich hörte, Lucky James macht euch den Hof. Ich kann nicht gerade sagen, dass er mir den Hof macht. Er ist mein zukünftiger Ehegatte. Verflucht sei er. Ich habe meine Freiheit wegen einer Wette an ihm verloren. Jetzt bin ich seine Verlobte. Ich weiß, ich hätte nicht mit ihm wetten sollen, weil er immer Glück hat. Aber wenn er näher als eine Messerlänge an mich herankommt, dann kann jeder sehen, welche Farbe die Eingeweide des größten Glückspiraten der Insel haben. Wisst ihr vielleicht, wo ich ihn finden kann? Meint ihr, ihr wärt der Erste, der mich das fragt? Auch wenn ich seine Verlobte sein soll, bin ich nicht seine Amme. Und überhaupt, ich kenne euch gar nicht. Vielleicht wollt ihr ihn ja umbringen. Natürlich ist er mir völlig gleichgültig. Allerdings ist er auch mein zukünftiger Ehegatte und Besitzer reicher Minen und noch dazu einiger Schiffe. Ich meine, für einen Tausender, das ist jetzt nicht besonders viel. Wie kommt ihr auf so eine Idee? Wir haben ein paar gemeinsame Interessen. Was für Interessen? Augenblick, Landratte. Seid ihr nicht der Halunke, der ihm Sklaven aus Darion bringt? Mistkerl, bleibt wo ihr seid und keine Bewegung, oder ich schlitze euch die Eingeweide auf. Tausendhaarige Quallen, ich habe mir gerade eine neue Jacke angezogen und jetzt soll ich sie mit Blut von einem Sklavenhändler beflecken. Hehe, Vorsicht mit dem Ding, schneidet euch nicht. Seht ihr nicht, dass ich im Dienst seiner Majestät von König Darion stehe? Ich kann solche Zeichen für eine Flasche Rum auch selber machen. Lust drauf, der Diener des Königs? Augenblick. Seid ihr nicht der Spinner, der mit der Schwalbe kam? Kam der König von Darion tatsächlich Geschäfte hier zu erledigen? Kann das zu erledigen haben? Wollt ihr sagen, dass jemand Lucky Sklaven aus Darion bringt? Jetzt möchte ich euren Freund noch lieber sprechen. Verratet mir ihn nun, wo er steckt? Oder bleibt ihr etwa gemeinsam dem. Oder betreibt ihr etwa gemeinsam den Sklavenhandel? Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber hier auf den Inseln besitzt James seine eigenen Minen. Alte Minen mit Edelsteinen, die er, sagen wir, dank seines Glücks bekam. Dort hat er sein geheimes Versteck gehabt. Tja, ihr versteht. Waffen- und Lebensmittelvorräte, geheime Gänge und dergleichen. Jetzt versteckt er sich da, wie ein Maulwurf. Aber Vorsicht! Wenn ihr ausplaudert, wer euch das Versteck verraten hat, ramme ich euch einen Anker an genau die Stelle, sodass ihr nie wieder zu Pferde reiten könnt. Kapiert? Danke, ihr seid traumhaft. Okay. Dann können wir immer noch mit diesem Rotbart sprechen. Aber die Frage ist halt Unterwasserhöhle. Na, da werden wir schon mal sehen, ob wir da irgendwas finden. Okay, und wir könnten theoretisch sie als Frau wahrscheinlich haben. Wollen wir jetzt natürlich nicht. Scott Morrisons Haus. Hallo Scorn. Welcher Wind hat euch denn zu mir geführt? Ich bin geschäftlich hier. Ihr seid also ein Diener des Königs, ja? Keine Sorge, ich werde nicht fragen, welche Geschäfte euch hierher führen. Je weniger ich weiß, desto besser kann ich schlafen. Wollt ihr mir vielleicht bei einem Drink Gesellschaft leisten? Also ein Boot wollen wir nicht haben. Exzellent, aber zeigt mir einmal eure Waren. Gerade und Berserker. Schon mal eintragen. Piraten kann man ja wirklich überall kaufen. Habt ihr vielleicht irgendwelche Probleme? Da braten wir doch 1000 Tintenfische. Meine Probleme sind anderer Natur. Tut mir leid, ich bin ein Mann des Friedens. Ihr habt mich falsch verstanden. Ich habe nicht vor, gegen jemanden zu kämpfen. Ich habe mich einfach nur gefragt, ob ich euch für nicht behilflich sein kann. Kommt schon, was ist euer Problem? Nun, vor 10 Jahren habe ich
die vergnügte Ryazanka geheiratet. Ein junges Mädchen aus der Küstenbruderschaft. Ah, Küstenbruderschaft kennen wir ja. Ich war damals ein normaler Segler und konnte keinen 48 Kilogramm schweren Goldbarren aufheben, wie es die Tradition verlangte. Aber ich bin ein ehrlicher Pirat. Ich bin an das Geld gelangt. Aber nun muss ich meine Schulden begleichen. Ich muss meine Schulden an den Vater der Braut zurückzahlen. An Kahle Hornisse. Okay, was für Namen. Ich würde euch darum bitten, meine Schuld zu Hornisse zu bringen. Ich bin kein gern gesehener Gast bei der Bruderschaft und würde mich dort nur ungern blicken lassen. Zur Küstenbruderschaft? Kein Problem, ich übernehme die Lieferung. Ich war noch am Überlegen, gab es nicht auf den westlichen Inseln nicht auch noch irgendwie so eine kleine Insel mit so verschiedenen Häusern drauf, wo wir jetzt noch nicht weiter waren? Das muss ich mir nochmal anschauen. Und da könnten wir dann natürlich gleich nochmal diese Quest hier abgeben. Okay, schauen wir nochmal kurz. Hier, genau das hier haben wir uns noch nicht genauer angeschaut. Okay, und hier waren ja unsere Küstenfreunde. Ich denke, die Schiffe haben wir ja fast alle schon besiegt, oder? Hier. Geschäftlich, was für ein Geschäft. Erinnert ihr euch an den Piraten Scott Morrison? Und ob, dieser Schuft hat vor 10 Jahren meine Tochter Ryazanka geheiratet und immer noch nicht gezahlt. Ich hätte ihn ja schon vor langer Zeit die Kiel holen lassen. Aber das wäre nicht angebracht. Immerhin gehört er zur Familie. Was will ich machen? Nun, genau deswegen bin ich hier. Morrison gab mir die 48 Kilo Gold für euch. Exakt das Gewicht seiner Frau. Ach du meine Güte, er hat also doch bezahlt. Aber irgendwas stimmt doch da nicht. Er bezahlt seine Schuld, aber richtet sich nach Ryazankas Gewicht vor 10 Jahren. Das ist nicht wirklich korrekt, oder? Mag sein, ist mir aber egal. Mir aber nicht. Natürlich nehme ich das Gold, aber Ryazanka muss erneut gewogen werden. Falls sie jetzt mehr wiegt, muss mir Morrison die Differenz ausbezahlen. Na schön, ich werde sie ihm übermitteln. Haben wir da eigentlich sogar was bekommen? Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Naja. Also leider doch nicht so schnell. Wir werden uns jetzt aber erstmal gleich nochmal hier umsehen, bevor wir jetzt dreimal da hin und her fahren. Und dann, ja, wie du gesagt, einfach mal schauen. Thomas Cook. Was willst du in meinem Haus, Fremder? Siehst du nicht, dass es mir gar nicht gut geht? Ich bin Scorn aus Darion im Dienst des Königs. Brauchst du wirklich meine Hilfe? Vielleicht meine Hilfe? Es weht kein Atem des Windes mehr in meinen Herzen und meine Kräfte schwinden. Und du, Scorn aus Darion, könntest einen alten Mann wirklich helfen. Das Feuer meines Lebens wird bald erlöschen, aber ich kann mich noch nicht entscheiden, wen ich zum Familienoberhaupt machen soll. Ich habe 3 Söhne, alles gute Kerle, aber nur einer kann den Kopf der Cooks-Familie sein. Du als ein Fremder suchst keinen Vorteil. Ich bitte dich, wähle den würdigsten Sohn aus, auf dem ein alter Pirat im Jenseits stolz sein kann. Gib ihm seines Vaters Halstuch als Symbol unserer Familie. Gut, eine solche Bitte kann ich nicht ablehnen. Gib mir das Halstuch. Okay. Also sind das dann doch wahrscheinlich die 1, 2, 3 hier irgendwie.
Harry, guck. Ihr müsst euch nicht vorstellen. Ich weiß, dass mein Vater euch geschickt hat. Was wollt ihr genau? Erzählt mir einfach etwas von euch. Überzeugt mich, dass ihr der Erbe werden müsst. Wie ihr wisst, habe ich zwei Brüder. Der ältere John ist ein Tölpel. Jemand wie er darf keine Macht erhalten. Und mein jüngerer Bruder ist ein Träumer. Von ihm kommt nichts Gutes, glaubt mir. Wenn ich Familienoberhaupt werde, muss ich sie beide töten. John ist völlig außer Kontrolle. Und Brandon, das muss dann wohl der Jüngere sein, ist nutzlos. Er richtet immer nur Schaden an und kommt dauernd in Schwierigkeiten. Was bekomme ich dafür, wenn ich euch... ich gebe euch Geld, Scorn. Ihr seid der Schatzsucher. Okay. Er gibt uns Gold. Also, so wie er es erklärt hat, würde es theoretisch Sinn machen. Er würde natürlich all seine Brüder töten, wobei wir wissen noch nicht, was die anderen sagen. Ich weiß, wer ihr seid. Mein Vater hat euch geschickt. Genau, erzählt mir von euch. Dann werde ich entscheiden, ob ihr würdig seid, sein Erbe zu werden. Die Macht unserer Familie gründet sich immer auf Kraft. Ich bin der stärkste Bruder. Ich bin der geschickteste Krieger. Vater muss mich zum Oberhaupt der Familie wählen. Sonst wird der Clan nicht lange überdauern. Er wird von neidischen Leuten zermahnt und zerdrückt werden. Wenn ich euch das Kopftuch gebe, was bekomme ich dafür? Ich lasse euch am Leben, Scorn. Ich denke, das sollte genug sein. Ich werde Oberhaupt der Familie. Meine Brüder sind Feiglinge. Sie werden es nicht wagen, sich mir in den Weg zu stellen. Sie werden ohne Erlaubnis nicht einmal ihre Nasen aus ihrem Versteck hervorstecken. Mhm. Aber von ihnen bekommen wir halt gar nichts. Das heißt, es fällt für uns natürlich schon mal aus. Brandon Cook. Seid ihr etwa der Schatzsucher, der von meinem Vater geschickt wurde? Und ihr wollt darüber entscheiden, wer von uns würdig ist, Thronfolger zu werden? Ja, also Thronen würde ich jetzt nicht gleich mal nennen hier. Ja, stimmt genau. Und was könnt ihr über euch berichten? Nun, ich bin vielleicht nicht so stark wie der Älteste von uns und auch nicht so clever wie der Mittlere, aber ich bin der Jüngste. Wenn ihr euch an einige große Piraten erinnern könnt... werdet ihr bemerken, dass viele von ihnen die Jüngsten in ihrer Familie waren. Ich träume davon, ein großer Entdecker zu werden und exotische Plätze voller Schätze zu entdecken. Was würde ich denn bekommen? Ich werde euch die Karte geben. Die Karte enthält eine Markierung, die zeigt, wo das reine Auge zu finden ist. Ein Diamant mit sagenhaften 87 Karat. Okay. Ja, also wer wird denn zum Oberhaupt? Also der alte, brutale auf jeden Fall nicht. Der andere gibt uns einfach nur Gold. Ist jetzt nicht extreme Mangelware bei uns. Die Karte ist natürlich das, was für uns vielleicht am interessantesten ist. Ist halt die Frage, wo die jetzt irgendwas zeigt, ob wir sowas einfach auch einfach so ausgraben können oder so weiter. Rotes Kopftuch. Ja, okay, das ist tatsächlich das von ihm hier. Können wir nicht ausrüsten. Okay, ist einfach nur ein tatsächlicher Questgegenstand. Also er hat halt, ich sag mal, das Interessanteste. Und der Mittlere will halt die anderen einfach umbringen. Gut, kann uns natürlich theoretisch auch egal sein. Aber von ihm kriegen wir gar nichts. Also er fällt auf jeden Fall weg. Ich denke mal, wir werden schon den nehmen, der uns hier die Karte gibt. Der klang jetzt an sich ja auch nicht irgendwie gemein oder so. Klar, ist halt ein bisschen verträumt, weil er hier rumreisen will und so. Aber naja. Ja, ich glaube fest an euch. Ihr werdet einmal ein großer Pirat. Ich danke euch, Scorn. Ich verspreche, auch wenn ich der größte Pirat aller Zeiten werde, werde ich nicht vergessen, was ihr für mich getan habt. Das will ich doch hoffen und nun hätte ich gern die versprochene Karte. Also, und das ist dann auch gleich komplett erledigt. Also, je nachdem, wenn man dort halt genommen hat, bekommt man dann halt wahrscheinlich auch was Unterschiedliches. Ja, riesige Augenklar-Diamant. Also es kann ja auch sein, dass man so etwas nur bekommt, wenn man einmal die Karte hat.
Das müsste ja dann schon diese Insel hier sein? Fragezeichen. Wobei, das ging eigentlich da noch weiter. Ja, müssen wir mal schauen. Hat er noch was zu sagen jetzt? Ach, er ist gleich gestorben, okay. Moment, was ist denn hier los? Ach, okay, jetzt kann man also auch gegen die kämpfen. Interessanterweise ist er schwach. Und er ist stark. Bringt das uns was, die jetzt zu besiegen? Ich meine, das ist natürlich eine grundlegende Möglichkeit. Sagt er jetzt noch irgendwas? Ah, okay, ja, er verkauft auch etwas. Teufelsfisch. Ja. Und Schiffe sind auch noch da. Also wir können ja mal einfach mit ihnen reden und mal schauen, was passiert. Greifen uns natürlich einfach nur an. Sieht aber nicht wirklich gefährlich aus, der Kerl. Ein paar Inquisitoren hier weghauen. Ja, komm. Das erstmal. Kannst du jemanden kontrollieren? Ja, zum Beispiel die hier. Das war schon mal nicht ganz schlecht. Gift. Ja, warum denn nicht? Hoppala, ich wollte nicht den da drüben erwischen. Na gut. Wir hier mal in Angriffsmodus. Wartest. Grundlegend hätte ich schon gern Zorn, aber ich denke, wir hauen die jetzt lieber mal weg, damit die uns nicht angreifen. Er macht Geschwindigkeit auf den oder sowas. Level 2 und Level 2, was bist du? Du bist Level 3. Du kannst nämlich einmal heulen hier. Dann haben die näher vor uns Angst, weil wir haben ja alles hochlevelige Kreaturen hier. Außer er natürlich, genau, er hat keine Angst. Das ist ja okay. Ich halt noch mal so einen Schädel hier drauf. Du eigentlich mal warten. So, dann haut er ja mal voll drauf. Das Trüchen noch nehmen. Also der hat jetzt natürlich keine wirklich nennenswerte Angriffskraft hier mehr. Giften.
kann sich mal zurückverwandeln, aber er wird wahrscheinlich hier nichts mehr machen müssen. Genau. Da war schon mal leicht zu erledigen. Grüße. Stark. Hm. 60 Mal und 10 Intelligenz. Also er wird ein bisschen mehr zaubern können als der andere hier. Schauen, lassen wir das nochmal ein bisschen auffüllen. Jede Menge Piraten. Die sind aber auch nur Stufe 2. Ja, wird schon Stufe 3 hier sein. Okay, und die sind sogar Stufe 4. Ja, erstmal Buck. 18 Kanoniere tot, das gefällt mir natürlich. Von. Ja. Das erste. 28 Schaden, das ist kein Problem. Was macht das? Macht immer minimalen Schaden. Wir könnten natürlich schon mal vielleicht ein bisschen Gift reinbringen. Lass uns mal regnen. Können wir jemanden kontrollieren? Oh ja. Gegen die Fernkämpfer? Ja, sehr schön. Und die Kanoniere sind auch schon weg. Ja, du machst jetzt natürlich immer wenig Schaden. Hm. Magischer Schild. Ich weiß halt nicht, wen er jetzt angreift, aber wir schützen vielleicht mal die Inquisitoren. Wir könnten wieder versuchen, Angst zu machen. Na, machen wir mal. Der bekommt natürlich keine Angst, ist klar. Oh, die greifen uns trotzdem an. Ah, er hat keine vor euch bekommen. Hm. Obwohl er nur Level 2 ist. Tja, gut, weiß jetzt nicht genau warum. Vielleicht funktioniert das bei diesen. Der gehört ja zu den Orks, nicht zu den Menschen. Vielleicht funktioniert das halt bei denen einfach nicht. Hm, stehen die natürlich alle hier so auseinander. Steinschlag oder sowas macht nicht wirklich Sinn, oder? Noch ein einzelnes Schwert. Ja. Eine Falle. Jetzt schläft er ein. Ah, ja. Das war das letzte eigentlich. Ach, Telekinese. Ja, man kann auch mal einen zurückteleportieren oder sowas. Nicht besonders weit, aber immerhin. Ja, wenn sie noch immer schön warten und noch mehr Züge brauchen, ist natürlich gut. Je häufiger trifft natürlich unsere Giftwolke. Au.
Giftschäle. Die schlafen. Du hast noch Angst. Ja, nicht. Wartest du aber erstmal. Okay, er müsste jetzt wieder Schaden machen. Kann auch mal Kampftrunks machen. Ja, da kann man 3 von den Erzmagiern wiederbeleben lassen. Ich hoffe mal, dass es dann fast genügend waren. Den konnte er eben nicht kontrollieren. Das muss doch passen, ja. Und nochmal ein Book-Move. Das soll es doch gewesen sein. Kein Problem. Jemanden verloren. Oh, haben wir sogar alle wiederbelebt. Ja. Okay. Doch mal alles hier erledigt. Das wäre halt immer noch die Frage, wo jetzt dieser Schatz... Karte genau hinzeigt. Ich meine, könnte vielleicht auch auf den östlichen Inseln sein. Jetzt irgendwo diese kleine Insel mit diesem Plus hier. Also direkt wie hier sieht es halt nicht aus. Na, vielleicht ist er wirklich auf der anderen Seite. Na gut, also mal wieder auf zu den östlichen Inseln. Da muss man mal die Frau von dem einen noch wiegen. So. Ihr seid zurück. Habt ihr euch mit Hornisse getroffen? Hattet ihr etwa Angst, dass ich mit eurem Geld davonlaufen würde? Ich habe Hornisse das Gold gegeben. Er hat mich allerdings um eine Sache gebeten. Und was wäre das? Er hat mich gefragt, wie viel eure Frau jetzt wiegt. Ryazanka, bringt uns bitte etwas Wein. Was soll's? Komm doch bitte kurz her. Ich kann das Gewicht so ziemlich aller Güter mit meinen Händen abschätzen. Ich werde dich kurz hochheben. Moment, ich würde sagen, du hast etwas zugelegt, oder? Nun, 108 Kilo, wahre Liebe. Ich muss sogar die Tür zu ihrer Kabine erweitern lassen. Warum fragt ihr eigentlich? Nun, euer liebes Glück freut mich natürlich ungemein, aber Hornisse bat mich darum, euch auszurichten, dass ihr ihr aktuelles Gewicht in Gold aufzuwiegen habt, da ihr ja jetzt erst bezahlt. Andernfalls müsst ihr Ryazanka an ihren Vater zurückgeben. Haariger Auster, ich wusste doch, dass dieser alte Fuchs mit einem Trick ankommt. Ich werde Hornisse meinen alten Familienschatz, die verzaubernde fröhlichen Rogen geben, um meine Schuld zu begleichen. Wenn ihr das ebenfalls für mich erledigt, erhaltet ihr diese Flagge von mir. Eine magische Flagge? Abgemacht, ich werde... Hornisse sagen, dass ihr eure Schulden begleicht. Gebt mir fröhliche Roger. Okay. So, was das jetzt hier ist. Ach, das ist diese Falle. Na gut. Die bringt uns jetzt natürlich sowieso nicht viel. Aber wir haben weder Piraten noch Räuber. Aber macht ja nichts, die sollen wir ihnen übergeben. Boot brauchen wir nicht, das haben wir schon. Hm,
magische Runen. Das ist natürlich was sehr Schönes. Würde ich sagen, machen wir das doch gleich mal noch. Okay, sie wiegt also 108 Kilo. Und wo ist mein Gold? Das bedeutet, dass mir dieser Halsabschneider Morrison noch 60 Kilo Gold schuldet. Wisst ihr, ich habe seine Schuld übernommen, also müsst ihr mich darum bitten. Ihr meint, ihr begleicht seine Schulden? Nun, natürlich kann ich auch euer Gold nehmen, anstatt seines Goldes. Oder ihr könnt einen Auftrag für mich erledigen. Ich meine, 60.000 ist schon ganz schön viel. Was für ein Auftrag. Jeder Kapitän möchte, dass sein Schiff das Beste ist und jeder behält seine Geheimnisse für sich. Ich zum Beispiel kenne ein Geheimnis, wie das Segel den Wind besser aufnimmt und die Takelage nicht so leicht reißt. Auf meinem Reisen habe ich eine Pflanze entdeckt, aus der ich großartige Seile machen kann. Ich habe die Pflanze ausgegraben und sie in einer geheimen Grotte gepflanzt. Bringt mir 5 Sträucher und eure Schuld ist bezahlt. Naja, gut. Wo finde ich die Höhle? Ich habe sie auf einer kleinen Wüsteninsel, die zur Gruppe der Ostinseln gehört, gepflanzt. Okay, da müssen wir ja sowieso dann wieder hin. Dort findet ihr eine kleine Höhle. Auf dieser Insel findet sich ein großes Kreuz und daneben ein gewöhnlicher Schädel. Drückt ihr auf diesen Schädel, gelangt ihr in mein Geheimversteck. Wenn ihr mir 5 Sträucher bringt, vergesse ich eure Schuld und bezahle euch sogar noch dafür. Moment. Ach so, das heißt das andere. Die ist jetzt erledigt, aber wir haben unsere magischen Runen nicht bekommen, oder? Hatten wir doch vorher schon. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil magische Runen sind äußerst wertvoll. Das klingt jetzt alles einfach als erledigt. Normalerweise kriegt man dann auch das, was da stand, aber abgeschlossen steht ja nicht gescheitert, oder? Wir haben ja auch Sachen, wo die schon mal gescheitert waren oder sowas. Also, wo man sich halt zwischen verschiedenen Sachen entscheiden musste. Ich meine, wir haben die komische Flagge hier bekommen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich krieg mal das ja am Ende noch. Ich habe das auch nicht so ganz eingesehen. Also er gibt uns eine Flagge, dass wir dann die Schuld übernehmen. Also so richtig habe ich das aus seinem Gelaber, was er da drüben gesagt hat, auch nicht so richtig eigentlich rausgelesen. Aber nun gut. Das soll wohl so der offizielle Weg sein. Und ja, leider habe ich jetzt zwischendurch nicht nochmal irgendwann gespeichert, also ganz von vorn fange ich jetzt das Zeug nicht nochmal an. Gibt's
hier irgendwo eine Sache mit einem Kreuz. Also er sagt hier irgendwas, das wird dann hier oben das wahrscheinlich sein. Ja, er sagt nichts mehr. Hier waren wir schon ein bisschen herumgelaufen. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren erstmal dahinter zu dieser Höhle und schauen uns das mal an. Also eine einzige Questgeschichte ist natürlich so lange hier beschäftigt. Captain Schwarzauges Schiff. Also Rotbart wird das wohl nicht sein, oder? Aha, okay. Ein Angriff. Wie schön. Der Brühl läuft jetzt da hinten lang. Na gut, aber lassen wir das alles mal. Ich, wie schon gesagt, ich denke mal, dass das hier hinten irgendwo sein wird. Ja, was sind wir denn hier? Noch mehr Angriffskraft, das ist natürlich immer gut. Stark. Wer bist du denn, der Puppenspieler? Okay, mal eine etwas andere Map. Uralte Bären. Feuerball vielleicht. Jetzt haben wir wieder eine Truhe. Also hier wäre natürlich eine Giftwolke schon wieder schön. Kommen natürlich gleich angerannt hier, die Jungs. Die müssten ja immun gegen so diese Mind Control sein. Greif doch mal ihn an. Ja, das war doch mal schön. Wolke kann schon losgehen. So, hast mal warten. Na gut, die haben natürlich keine Angst. Aber die anderen haben ja keine so hohen Level. Segnen wir mal dich. Genau, jetzt greifen sie natürlich nicht mehr an. Also die Bären natürlich. Oh, die Bären holen sich die Schatztruhe. Auch mal interessant. So, die greifen dann wohl auch nicht mehr zurück an. Ja, offensichtlich nicht. Na gut, es ist natürlich so verteilt, dass man hier nirgendwo sinnvoll mehrere treffen kann.
die haben wir noch am meisten. Also, die gewonnen, aber... Gift. Die halten wir ja immer hier hinter. Ah, genau, jetzt geht die Giftwolke wieder dahinter zu. Das gefällt uns natürlich auch. Wir wollen ja nicht, dass sie zu uns direkt hinkommt. Also, da steht vor uns, da können wir nicht schießen. Ja, eine wiederbeleben. Sehr gut. Also die meisten Gegner hatten jetzt einfach Angst gehabt. Also alle, die relativ schwach sind und schwache Gegner greifen. Ich denke nur noch Kreaturen an, die eine geringere Stufe haben als sie selber. Und wir haben halt alles relativ starke Einheiten. So. Den Kerl lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Gut, zweimal mehr Angriffskraft ist natürlich schon mal nicht ganz schlecht. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist ja dahin. Das? Das sagt doch irgendwas von Wüsteninsel. Ein großes Kreuz und ein Schädel. Das ist dann nicht hier offensichtlich. Bei denen gewesen? Ja, Bogenschützen und Barbaren. Vielleicht das hier drüben? Gleich stark. Ja, kommt halt mal her. Komischerweise mal wieder Elfen dabei. Auf jeden Fall mal Feuerball. Ja, ist grundlegend
noch durchaus mit vorgesehen. Moment, ist der irgendwie langsam oder sowas? Nö. Mal schauen, ob der Bär ihn angreift. Ah, okay. Der Bär hört auf uns. Sind wir natürlich schön abgesperrt hier. Also ja, grundlegend ja, ist das sicherlich durchaus noch in vorgesehen. Man muss halt erstmal wieder dazu kommen. So, warte dich mal. Haben jetzt... Also ich weiß jetzt nicht, ob die Pflanzen auch Angst haben. Nö, offensichtlich nicht. Nur er hat Angst. Wäre jetzt auch ein bisschen komisch gewesen. Ich kann mal direkt angreifen. Das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ja, sind halt sehr viele von denen. Aber gut, also wenn nur einer angegriffen wird, den können wir locker wiederbeleben hier, den Mann. Und die hier kriegen wir jetzt ja relativ leicht mit einem Feuerball bestimmt weg. Ja, das sind ja Nahkämpfer. Rage. Er hat noch sein Lauftalent. Warten wir lieber ab. So, die sind aber weg. Zeit, dass wir denen mal ein bisschen was draufhauen hier. Mehr Gift. Er kann nicht rennen. Okay. Eingeschlafen. Sehr gut. Könnte ich gleich mal wieder beleben hier. Achso, hier sind noch die Bären. Ja, hier kannst du übersehen. Ah, jetzt mache ich meinen Inquisitoren vorn. Schlafen, sehr gut. Gut. Wieder aufgewacht. Okay, mal ein Flammenpfeil oder sowas. Einheiten weg, na gut. Fontäne der Wut, da wird das bestimmt das sein, was das voll macht. Das ist ein Gold. Berserker und Bären. Okay. So, da sind wir wieder hier gelandet. Interessiert uns erstmal noch nicht. Ah, hier ist doch ein Kreuz. Das war
Stärke. Achso. Das ist aber schon. Ach ne, so ein Ding hier, ne? Na komm, halt mal her. Dann können wir mal wieder Eisdrache zaubern hier. So. Lass mal jetzt die Gegner da reinlaufen. Wen könnten wir denn mal kontrollieren? 500er leider nicht. Nur ihn. Ja, halt mal. Könnte versuchen, das stehen zu lassen. Hilft uns das weiter? Na, ja, vielleicht. Ich denke mal, da macht es nicht besonders viel Sinn, den hier Angst zu machen. Er macht vielleicht sogar mal ihn stark. Sind schon ziemlich viele von denen, muss man sagen. Ja, macht natürlich auch sehr wenig Schaden, aber na gut. Eingeschlafen. Okay, dann greifen wir den selben mal nicht nochmal an. Gift hier. Okay, vielleicht gleich mal weghauen. Klappt. Was soll der Geiz gleich nochmal raushauen hier? Gut, Gift machen wir gegen die nicht so viel Sinn. Eingeschläfert, sehr gut. Kann dann niemand angreifen, okay. Dann warten wir doch erstmal. Okay, also drei sind, denke ich mal, mehr wert, vor allem von der stärkeren Truppe hier.
Ja, taktisch besiegt. Also, hier sind dann auch einfach alle da hier. Wie wollte der 5? Sag mir nicht, dass der 5 dann irgendwo ganz anders ist. Ah, da drüben. Also, genau durchs Wasser hier. Das vergraben. Das war nicht so aus. Oh gut, ein einziges Kämpfchen hier. War gar nicht so schwer. Nicht so viel verloren, dass er jetzt kritisch ist. Okay, auch wenn wir jetzt auf der ganz anderen Seite sind, dann gehen wir halt da nochmal rum. Das kann aber nicht hier sein mit diesem Kreuz, oder? Hier oben, was ist denn das für eine kleine Insel? Er hat uns halt nicht gesagt, wo das ist. Also in welchem Kartengebiet überhaupt. Ah, genau, das war doch dieser eine, den wir dort freigelassen haben aus diesem Friedhof da. Können wir grundlegend alles machen, aber. Na, wir geben jetzt mal die Quest hier mal noch ab. So, Jungs. Potzblitz, habt ihr meine Höhle so schnell gefunden? Habt ihr die Pflanze dabei? Ich habe in der Höhle eure komische Pflanze gefunden. Hier. Da brat mir doch einen in Lorch. Jetzt wird meine Black Cuttlefish wieder schneller segeln als der Wind und keiner wird mithalten können. Danke, Scorn, wir sind quitt. Ja, Level Up. Ah, diesmal gleich mal 6 Runen hier von der magischen Sorte. Das ist natürlich sehr gut. Intellekt ist natürlich sehr gut, aber ich denke 7 Mana ist dann doch mehr wert. Das waren mal schöne Sachen hier. Und jetzt haben wir ja natürlich gleich 12. Oh, wir könnten sogar Chaos Magie Level 3 erlernen. Mehr Weisheit würde uns mehr Mana bringen, aber wir haben jetzt schon über 70, das ist erstmal gar nicht so schlecht. Ich meine, höhere Magie kostet natürlich gleich 20 Runen. Wir können auch die beide auf Stufe 2 bringen, aber wir wissen ja, wir sind Chaos-Magier. Erstmal hauptsächlich. Das hier hochzugehen ist nicht so wichtig. Nekromantie haben wir gesehen, das bringt uns eigentlich erstmal nichts. Zerstörer haben wir ausgemaxt. Chaos-Magie, Stufe 3. Bleiben wir realistisch und das heißt, wir könnten natürlich jetzt noch mehr aufstufen. Wir verbrauchen immer noch 5 Mana, kostet halt 3 Kristalle, den aufzustufen, das ist natürlich nicht schlecht. Schädel macht noch mehr, ist ja logisch.
Feuerball geht auch nochmal richtig hoch. Der wird wahrscheinlich noch mehr kosten, oder? Ja. 2800 oder Schaden macht er dann. Und natürlich gleich 20 Mana. Ja, es wird schon Sinn machen hier. Angst. Wir haben sogar Angst aufgestuft. Wahrscheinlich, weil es nur eins gekostet hat oder so. Für einen Kristall können wir es ja mal machen. Kamikaze. Buch des Bösen ist, denke ich, gar nicht mal so schlecht, aber... Ja, also das hier casten wir die ganze Zeit. Und man kann ja auch immer die Schwächeren davon casten, wenn man will. Also das auf jeden Fall mal hochbringen. Ja, das ist unsere Frau. Okay. Dann haben wir zumindest das erledigt. Da müssen wir noch irgendwo diesen Piraten Rotbart finden. Beziehungsweise wir wissen ja theoretisch schon, wo sich dieser Glückspilz versteckt. Also die Greifenkrone brauchen wir auch noch. Schloss Totenheim. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal darüber. Wasserhöhle. Das wäre nicht die Frage, ob der da war. Ich meine, wir könnten natürlich mal hier reinfahren. Okay, würde es halt hier durchgehen irgendwie. Was? Zwei? Achso, gleich zwei mit dem Schiff hier. Na gut, aber auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal eine kurze Pause und schauen uns dann halt mal anschließend doch mal weiter auf diesen Inseln hier und oben. Ja, Mirabella, die wollen wir nicht haben. Na gut, von daher würde ich sagen, erstmal soweit. Bis gleich.